Ihr habt Muffins in dem Auto. Aber nur. Okay, ich bin so nett immer. Hier könnte man immer Platz mal zum Mittel. Jürgen freut sich noch auf das Schirm. Das sind denn nur 100, das fängt ja nicht bis 181 an. Waldweg zählt nicht? Mal schauen. Ah, ist zackig unterwegs. Bisher. Es läuft, pass auf.
Frage, klar, Ruti, komm jetzt. Gut, hier ist schon der nächste Ansatz, guck mal. Ja, dann geht der links rum, ist dann kein Problem. Ah. Ja, genau. Dass es da lang geht, der Richter war die ganze Zeit so ewig weit von der Fährte entfernt, dass ich das nicht glaube, oder? Was macht's denn jetzt? Der sucht. Gegenstand. Gegenstand. Der sucht. Was haben Sie denn da für einen Winkel, wenn ich glaube? Das war jetzt ein bisschen komisch. Oh, das ist ja schweinig, ja. Das ist wahrscheinlich hier. Van Tschenkel, der hat dann zwei Leinwände. Ja. Also das ist schweinig. Das ist schweinig. Hat der was gegen dich? Das ist schweinig. Ich frag nur. Was hab ich damit? Guck mal bitte, wo deine Helfer sitzt. Ja. Das wird doch ausgenutzt. Ja. Doch, das, die das erste, die wir werden können. Ich hab die noch aber sie ist gut gemeistert, muss ich sagen. Weil Hund vertraut, prima. Noch dauernd, das muss schon sagen. Das ist ja auch Traumgelände, muss ich schon sagen. Ja. Sag überleg! Wenn er heute noch die Leiter macht, dann ist alles ja gut. Aber die Leiter macht er, wenn er nicht abrutscht. Wenn er nicht abrutscht. Er darf auch da nicht machen. Eine Streichübung darf auch der hochmachen. Ja. Ich sag für Jule, fürs Treppchen, Renate. Das ist ja nett. Gegenstand. Guck mal, das kann man sehen. Hat er was? Ich glaub, er hat. Geil. Super. Genial. Ich habe den Stein bis hierher pfützen. Oh, geil. Nicht gebeutelt, den Zocken. Oh, super. Da oben ist eine Person, könnt ihr sie sehen in Rot? Ja. Müssen wir unser Frühstück doch selber zahlen. Scheiße. Das machen wir gerne, oder? Was heißt, wie habt ihr gewettet? Genau, wir haben gesagt, also ja, wenn es nicht schafft, dann musst du Frühstück ausnehmen oder Abendessen. Ach so. Aber wir hätten andersrum wetten sollen. Also wenn das hilft, dann werden wir das immer so machen. Und lauter Löcher von der Hand. Kleiner hat sich noch eine Pflanze. Passiert. Aber hat ja die Frage, ich hat ja gesagt, darfst du machen. Wo siehst du jetzt? Da oben wollte ich. Ja, ach ja, okay, rechts neben dem Baum. Jetzt hat er schon Wetter. Jetzt hat er schon eine Sonate gehabt. Jetzt liegt Jule gleich nur noch wie ein Fähnchen. Aber jetzt eine erfolgreiche Prüfung, nicht schlecht. Ja. Ja. Zwei gute Prüfungen. Ja, genau. Und nicht nur erfolgreich. Ich habe halt von Anfang an gesagt, sie will Trümmerpferde machen. Ja, das stimmt auch. Wartet bitte auf die Unterordnung, Leute. Ja, habe ich auch schon in der Tafel 2. Nee, aber die Suchleistung war besser. Wir haben es mit den Österreichern nochmal probiert, das nachzustellen, als sie bei uns verstanden haben. Wir haben alle Truppen, fremde Menschen auf fremde Menschen immer versucht, ne? Wir haben es nicht geklatscht. Ja, auch nicht geklatscht, aber ja. Der Rest natürlich schon. Das sieht deutlich besser weg, wenn sie dann noch vorne schiebt, ist vorbei. Das ist krass. Ja, genau. Ja, genau. Also, es ist ja ein jetzt ja, genau. Das war ein guter Zeiger.
Ja, und Bett, ja. Schön. Bett immer noch. Bett immer noch. Jetzt müssen wir was aufpassen, dass ich mit der Decke ankomme. Ich habe gerade gesagt, der Helfer darf jetzt nicht aufstehen. Ich darf auch schon nicht die Isomatte hochhalten, bitte. Nee. Und Julia, jetzt nehme ich die ganz schnell zurück. Ja. Keine Isomatte maulen. Ja, der ist ja bekannt dafür, ne? Zerstörung der Isomatte. Ein paar kleine Ideen hat er schon, ja, ja, manchmal. Klasse. So. Ja. Juliane, mit ihrem. Ja, Leo. Ja. Das Problem ist natürlich bei allen Gegenständen, was er jetzt hier zeigt. Zunächst einmal zum Anfang. Erstmal hast du ja Losglück gehabt, ne? Hast ja wirklich die schönste Pferde gehabt. Aber das gehört vielleicht ein bisschen dazu. Schon beneidenswert, also man hat es hier gesehen, ist natürlich etwas einfacher zu meistern. Wobei ich sagen muss, die schwierigen Dinge haben die anderen Hunde auch gemeistert. Die sind eigentlich an den leichten Dingen nachher gescheitert. Ja, zunächst einmal zum Ideegegenstand. Der Hund zeigt einen sehr guten Kinderwillen. Er will wohl da den Federn. Was er dann allerdings mit dem Gegenstand macht, ist weniger schön. Das ist natürlich tief mangelhaft, was den Ideegegenstand anbetrifft. Aber die Suche nach dem Gegenstand, die war schon sehr ordentlich. Das Halten der Fährte, der Hund hat phasenweise leichte Konzentrationseinbrüche, aber ansonsten hält er die Fährte durchweg, auch über die Straße, sehr gut. In den Gegenständen, ja, alle Gegenstände, wenn er sie denn findet, er hat ja nicht alle gefunden, einen hat er überlaufen, aber die anderen muss er natürlich deutlich klarer verweisen und nicht dann mal erstmal gucken, was ist, wie schmeckt er denn und so, und dann lässt dann aber auch wieder fallen. Dadurch wird die Gegenstandsarbeit mangelhaft. Die Anzeige der Person, er geht mir ein bisschen zu vorsichtig an die Person dran, muss hier klarer auch durchfährten, schleicht er sich so ein bisschen an, beschnuppert erstmal die Situation und dann löst er aus. Dann zeigt er allerdings ein anhaltendes Verbellen, zeigt sich führig zum Abschluss bis zum Abmelden. Insgesamt befriedigend 154.
nichts dafür. Geht's besser? Ja. Jetzt muss ich dann einschreien. Auch noch. Ach Gott, nur. Also. Juliane Lange. Eine sehr schöne Freifolge ohne Beanstandung. Der Hund geht freudig aufmerksam, nimmt die Wendungen gut. Die Distanzkontrolle ebenso, ohne Beanstandung vorzüglich. Bringen auf ebene Erde. Der Hund ist sehr flott, allerdings soll der Rücklauf etwas direkter zum Hundeführer sein, übrigens sehr gut. Fassbrücke ohne Beanstandung vorzüglich. Bei der Leiter soll sie sich ein klein wenig sicherer zeigen, übrigens gut. Tunnel ohne Beanstandung, Lenkbarkeit auf Distanz ohne Beanstandung vorzüglich. Tragen und übergeben hier zeigt sie sich etwas unruhig im Hut. Und beim Ablege hier bleibt sie am Ablegeplatz, oder er, Entschuldigung, er bleibt am Ablegeplatz, zeigt sich hier leicht unruhig. Zeigt sich hier leicht unruhig. Und jetzt kommt eigentlich ins Fauxpas, was der Hundeführerin so passiert, die da eigentlich vorher auch. Und dann spielt sie mit dem. Er war, ich habe es ja gesagt, er war im SG und jetzt ist er nur noch im hohen Hut, 89. Und auf Platz 1 mit 243 Punkten vom Deutschen Verband der Gebrauchshunde Sportvereine Juliane Lange. Ja, perfekt.